Hallo und willkommen hier bei IJMBS. Und wenn ihr mein Video, mein Einkauf vom die asiatische Supermarkt Edition schon gesehen habt, habt ihr dieses Produkt auch schon gesehen. Das habe ich nämlich daher. Wenn nicht, habe ich es euch sicherlich hier oben verlinkt oder ich habe es vergessen. Ja, ich war mir ja nicht so ganz sicher, was es jetzt überhaupt ist. Krustiger Yamswurzel feurig Wolong. Weizenmehl, Yam, Pflanzenöl, Salz, Gewürzmaterial. Yo. Ich kann immer noch nicht so wirklich viel mit anfangen. Ich glaube, das ist ein Produkt, über das reden wir nicht lange, sondern wir probieren es am besten einfach aus. So, das ist jetzt natürlich, das hat jetzt nicht viel gebracht irgendwie. Moment, hier, was ist denn das? Also es gibt ja so Verpackungen, ne? Die kann man so abziehen, aber es hilft einem gar nichts beim Öffnen dann. Jetzt geht's. So. Mhm. Mhm. Also wir schauen mal, was das hier ist. So sieht es aus. Das sind so Stücke, sehen ordentlich gewürzt aus. Vom Geruch her ziemlich neutral, riecht ziemlich neutral. Ja, sieht aus wie so Chips eben, ne? Eigentlich wie Kartoffelchips könnte man meinen, sieht es aus. Probieren wir mal. Aha. Ja, also interessantes Produkt. Wo fange ich da jetzt an? Sie sind schon leicht knusprig, ja. Allerdings, irgendwie dadurch, dass sie so dünn sind, und dann beim Kauen irgendwie so pappig werden, hat man so das Gefühl, man kaut so auf so einem dünnen, auf so einer dünnen Pappe herum. Also es fühlt sich nicht irgendwie schon anders an als Kartoffelchips. Es wird irgendwie so pappig. Aber es ist jetzt nicht so unangenehm. Also man kann es schon essen. Geschmacklich sind sie sehr würzig. Das muss man ihnen lassen. Ich kann jetzt gar nicht so genau sagen, nach was sie schmecken. Sie schmecken... Es kommt einfach viel Schärfe mit. Also sie sind schon ordentlich scharf und gut gewürzt. Allerdings nicht so unangenehm, dass es jetzt stören würde. Also es ist auf jeden Fall nur zu empfehlen, wenn ihr wirklich schärfe Chips mögt. Wenn nicht, würde ich sie nicht empfehlen. Aber man kann sie jetzt schon gut essen, ohne dass einem der Mund brennt. Was sage ich zu dem Produkt? Ich bin irgendwie so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, es wäre nichts, was ich mir nochmal kaufen würde. Aber es ist nicht das Schlechteste, sicherlich nicht. Also, die kann man gut wegsnacken, aber ich glaube, ich würde es mir nicht nochmal holen. Dafür überzeugt es mich nicht so ganz. Aber, ja... Ein Versuch was wert. Also, ja. Dann sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Habt ihr diese Art von Chips schon mal probiert im asiatischen Supermarkt gesehen oder sonst etwas? Erzählt es mir in den Kommentaren und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das war's auch schon wieder. Wenn euch dieses Video gefallen hat, habt ihr hier die Möglichkeit, euch noch zwei weitere anzuschauen. Außerdem könnt ihr den Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.